Konnichiwa Nakamas und herzlich willkommen zu der ersten neuen Folge Fact Friday. In der letzten Folge hattet ihr euch Fakten zum Anime Attack on Titan gewünscht. Bleibt daher auch diesmal wieder auf jeden Fall bis zum Ende des Videos, denn dann könnt ihr wieder entscheiden, über welches Thema beim nächsten Freitag ein Fact Friday kommen soll. Und nun geht's aber los mit 10 Fakten zu Attack on Titan. Fakt 1: Entstehung. Die Grundidee zu Attack on Titan bekam Hajime Isayama, als er eine Begegnung mit einem Betrunkenen hatte, als er noch in einem Internetcafé arbeitete. Obwohl die beiden derselben Spezies angehörten, war es sehr schwer, mit dem betrunkenen Mann zu kommunizieren. In diesem Moment kam ihm der Gedanke, dass die vertrautesten, aber auch unheimlichsten Geschöpfe auf diesem Planeten die Menschen selbst sind. Auch kam diese Person vom Lande und wollte mehr von der Welt sehen. Fakt 2: Kill 'em all. Ursprünglich war gedacht, dass bis zum Ende alle Charaktere sterben sollten. Dies wurde dann aber am Ende doch verworfen. Welche Charaktere nun sterben werden oder nicht, das bleibt noch im weiteren Storyverlauf spannend. Fakt 3: Deutsche Anlehnung. Die ummauerten Städte in Attack on Titan sind von einer deutschen Stadt inspiriert. Isayama nahm die deutsche Stadt Nördlingen in Bayern als Inspiration dafür. Auf die Mauern kam er wegen seiner eigenen Heimatstadt, die von Bergen umringt war. Er wollte diese Berge immer hinter sich lassen und sich die Welt ansehen. Ein Wunsch, den er Eren, der ebenfalls außerhalb der Mauern gehen möchte, um die Welt dahinter zu sehen, übertragen hat. Fakt 4: Saschas Tod. Isayama plante ursprünglich, Sascha Braus in der Episode 9 bzw. Kapitel 36 sterben zu lassen. Er änderte aber seine Meinung, nachdem sein Editor das Ende gelesen hatte und danach im Badezimmer heulend verschwunden war. Fakt 5: Lieblingscharakter. Isayama erwähnte in einem Interview, dass sein Lieblingscharakter Jean Kirstein ist. Er mag Jean seine Art, da er direkt ist und genau das sagt, was er gerade denkt, egal in welcher Situation er sich befindet. Fakt 6: Levi's Alter. Wie alt Levi wirklich ist, ist bis jetzt nicht wirklich bekannt, nur dass er älter ist, als wie er aussieht. Aber laut einigen Aussagen soll er um die über 30 Jahre alt sein. Fakt 7: Mikasa. Mikasas Kraft wird öfters mit 1000 Soldaten verglichen. Dieser Spruch basiert aus Tales of the Heike, wo Tome Bosen eine legendäre Kämpferin aus Japan ist. Fakt 8: Crossover. Zusammen mit Marvel gibt es einen Crossover, der in Comicform eines 8-seitigen Teasers dargestellt wird, wo die Avengers gegen einige Titanen kämpfen. Fakt 9: Tiertitan. Der Tiertitan, welcher seinen ersten Auftritt in der zweiten Staffel haben wird, wird in Attack on Titan ein wichtiger Antagonist sein und auch eine sehr große Rolle in der ganzen Story spielen. Fakt 10: Zweite Staffel. Minamiori, Kyojin Tassu Shurai, Orrosa wa toppa sareta. Kyou wa Jinrui Saiyaku no hi ga koujin sareta hi da. Endlich, nach einigen Jahren, beginnt nun endlich die zweite Staffel von Attack on Titan, welche im April 2017 in Japan starten wird. Wir sind immer von den Menschen geschützt.
その人はまだ何も知らない壁の秘密を知り公に話すことを選べる権利を持っている。もし巨人化したエレンが硬化する巨人の能力で壁の穴を塞げるのだとした、このでけえ害虫が俺が今から駆除してやる。So, das waren die 10 Fakten zu Attack on Titan. Und jetzt, meine Lieben, seid ihr wieder gefragt. Ihr könnt jetzt in den Kommentaren entscheiden, über welches Thema zum nächsten Freitag ein 10 Fakten Video kommen soll. Über Naruto Uzumaki, über den YouTuber Moft oder über One Piece. Schreibt euren Favorit in die Kommentare und der meistgewählte kommt als nächstes dran. Und wenn euch der Fact Friday gefallen hat und ihr noch mehr Faktenvideos sehen wollt, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben, da wird Naruto vor Freude toben. Und lasst ein Abo mit da, da verpasst ihr keine weiteren Videos von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage Arigato, danke an euch. Das war Alter ihr und wir. Und wir, meine Lieben, das seid wie immer ihr. Von daher, see you later, Alligator. Und bis zum nächsten Mal wieder bei Alter ihr und wir.